Also ich habe heute meine Birkenstocks an und so lebt es sich für 200 Euro in Thailand, Bangkok. Kommt mit rein. Ja, Freunde, sobald man das Gebäude betritt, kommt ihr als allererstes in Gebäude A. Hört man mich überhaupt wegen der Musik? Do you hear me because of the music? Let's go. Ja, sobald man das Gebäude betritt, kommt man hier in ein Café rein und man kann sich hier direkt einen Kaffee holen. Das Ganze kostet so 40, 50, 60 Baht insgesamt für einen Kaffee und das sind so umgerechnet 1 Euro oder so. Kaffeeliebhaber und Italiener unter euch gibt es diese Art von Kaffee. Pass auf. Square Roast. Brazil Blend. Dark Roast. Schmecke lasse. Ziemlich entspannt. Gehen wir weiter. Oder ein Tequila-Kaffee. Kommt herein, kommt herein. Also Freunde, sobald man das Gelände betritt, hat man hier erstmal einen riesigen Pool. Das Ganze ist 100 Meter weit, aber dazu kommen wir gleich. Kommt erstmal mit, hier lang. Es ist ein riesen Komplex, hier wohnen ungefähr 200 Leute, 300 Leute. Hauptsächlich sind es Studenten oder größtenteils sind es Studenten. Aber hier wohnen auch normale Arbeiter und Familien in diesem Komplex. Je nachdem, wie man es halt haben will. Genau, und wenn man hier dann reinkommt, hat man hier die Study Area. Komm mit rein. Ja, man, hier können dann die ganzen Studenten und Leute einfach ganz entspannt Zitronen essen. Nein, Spaß, natürlich lernen und studieren und was halt Studenten so machen. Hier gibt es ganz viele Bereiche, wo man einfach chillen kann, Zeit mit sich selbst verbringen kann und prokrastinieren kann. Ja, man sieht eigentlich alles sehr, sehr clean, minimalistisch, simpel gehalten aus, aber ganz cool. Hier kommt dann einfach nur die Toilette, film it real quick. And maid room. Ja, Mann. Schauen wir mal, was sich oben befindet. Kommt mit. Okay, wenn man die Treppen hochläuft, kann man zum einen zum Workshop Room und zum anderen zum Meeting Room kommen. Kommt mit. Das sind alles Räume, die man sich quasi privat für mehrere Stunden anmieten kann in diesem Gebäudekomplex. Das Ganze ist kostenlos und quasi im Mietpreis inklusive enthalten. Das heißt, ihr habt eine begrenzte Anzahl an Stunden, die ihr quasi so einen Raum mieten könnt im Monat. Und das könnt ihr dann for free machen. So sieht das Ganze aus. Das heißt, ihr könnt euch für einen ganzen Tag so einen kleinen Meeting Room hier für euch und eure Freunde mieten und dann hier drin quasi arbeiten. Ist entspannt. Man hat hier einen coolen Ausblick auf den Pool. Yeah. Entspannten Ausblick auf den Pool. Genau, und ein AC ist auch da, damit man auch schön abkühlt und nicht bei der ganzen Hitze hier erstickt. Gehen wir weiter. Oh, sorry, Gentlemen. Ja. Lehrräume, Lehrplätze, Meeting Room, Lernen, Meeting Room. Und dann der große Hauptmeeting Room, den man sich dann quasi auch anmieten kann. So sieht das Ganze aus, dann kann man seine Business Talks führen. Ist nice. Gehen wir weiter, Leute, gehen wir weiter. Also, Freunde, gehen wir ins nächste Gebäude rüber. Zum Pool kommen wir, wie gesagt, gleich.
Erstmal kommt vorher noch der Gemeinschaftsraum, wo sich die ganzen Leute aufhalten. Let's go this way. Wo sich die ganzen Leute aufhalten, laut miteinander sprechen können, essen können, Spiele spielen können und was auch immer man in so einem Gemeinschaftsraum halt im Endeffekt macht. Das Ganze befindet sich in Gebäude B. Hereinspaziert. Ja, man, erst kommt hier so eine kleine Lobby-Area, nichts krass Besonderes. Und dann kommen wir hier zum Double Volume Coworking Space. Ja, Mann, komm mit rein. Hier hat man, wie gesagt, so einen Gemeinschaftsraum. Kann seine Eier chillen mit seinen Freunden, kann Kollegen einladen, kann studieren, lernen und was auch immer man halt so macht in diesem Alter. Alles, wie gesagt, nach wie vor sehr minimalistisch und schlicht gehalten. Ein Schluck Kaffee. Und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Highlight, zu der zweiten Etage von diesem Raum. Passt auf, Leute. Und zwar kommen wir hier zu der sogenannten Game- und Spiel-Area. Man kann hier zum einen Billard spielen mit seinen Freunden, man kann sich Filme reinziehen oder was auch immer das sein soll. Oder man kann sich einfach ganz entspannt hier hinsetzen und einfach mal die Beatles hören. Wenn man hier dann weitergeht, kann man sich auch, wie vorhin diesen anderen Raum, kann man sich auch hier das Live-Studio anmieten. Dieses Live-Studio ist vor allem interessant für viele Creator und Content-Darsteller, Influencer, TikTok, was auch immer, kommt mit rein. Das ist ganz cool. Der Raum hier ist ziemlich gut abgedichtet. Man hat hier so ein Licht. Does it work? Yeah. Let's try it out. Oh, Fotoshooting. Okay. Ja, yeah, ihr könnt euch hier hinstellen, halt Fotos schießen, TikToks aufnehmen, Videos aufnehmen, Werbevideos aufnehmen, was auch immer. Ist euch überlassen. Hier sind auch wieder zwei Klimaanlagen, so wie in jedem Raum in Thailand. Und rechts daneben befindet sich dann auch direkt der nächste Raum. Und zwar ist es das Music Studio, Musikstudio. Hier sind die Regeln aufgeschrieben. Passt auf. Perfekt, the door is closed. You got the keys now, right? Damn. Gehen wir wieder runter, Leute. So, wenn man den Gemeinschaftsraum dann wieder verlässt und rausgeht, hat man hier dann die sogenannten Automaten stehen, Vending Machines, Getränkautomaten oder Essautomaten, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht mehr. Drei verschiedene Arten. Zum einen haben wir hier Taubin. Hier kann man sich dann immer ganz entspannt irgendeinen Kaffee holen oder sonstige Sachen. Dann als nächstes haben wir hier einen exklusiven 7-Eleven Vending Machine. Ja, mit verschiedenen Produkten, die man hier kaufen kann. Man kann sogar ganze Mahlzeiten kaufen, so wie Chicken und Rice, irgendwelche Würstchen, Chicken oder kalte Getränke. Das Ganze geht per Touch und man kann das hier dann quasi bestellen und bezahlen. Und dann kann man hier auch noch Früchte holen, frische Früchte, sage ich mal. Die sind dann alle in so Verpackungen hier. Dann haben wir hier auch eine nette Mitarbeiterin, die hier gerade einfach nur Wasser auffüllt. Ja. Als nächstes kommt man hier dann in die Co-Creation oder Kitchen-Zone bzw. Raum, kommt mit rein. Ja, hier kann man dann quasi auch wieder gemeinschaftlich Zeit verbringen mit seinen Freunden, mit anderen Studenten, mit anderen Leuten. Alles nach wie vor sehr schlicht, simpel und minimalistisch gehalten, aber ich muss sagen, mir gefällt der Stil sehr, sehr, sehr. Voll entspannt eigentlich. Wenn man dann quasi beide Gemeinschaftsräume überquert hat, man kann auch von außen reingehen, kann man hier dann endlich in die... It's closed, brother. Anna. Kommt man hier dann in die Küche rein. Die Küche sieht so aus, ist sehr, 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 sehr cool. Man hat hier quasi in der Mitte so eine kleine Insel. Kann hier schnibbeln, kochen. Kaffee trinken oder was auch immer. Dann hat man hier verschiedene... Oh, brother, you have coffee here. Dann hat man hier verschiedene Kaffeesorten. Schränke. Hier ist Besteck. Alles in so einem schönen schwarzen Stil. Bro, you can cook your coffee. Also, Freunde. Draußen befindet sich auf jeden Fall die Pool-Area.
Das ist der Pool. Wie gesagt, der ganze Pool ist 100 Meter lang. Das heißt, man kann vom einen Ende des Gebäudekomplexes bis zum anderen Ende schwimmen. Kommt mit, ich zeige euch ein paar coole Features. Zum einen hat man hier eine richtig krasse, fette Wasserrutsche für die übelst wilden Leute. Wow. Und zum anderen, für die, die es ganz gemütlich haben wollen oder gerne es gemütlich haben, hat man hier auch dann quasi ein Jacuzzi, so ein Blubberbad. Da kann man auf jeden Fall entspannt seine Eier chillen, seine Eier schaukeln und den Tag genießen. Das Wetter ist übrigens, ja, wird nicht, das Wetter ist aktuell 34 Grad, warm, heiß, aber ein bisschen bewölkt heute, dementsprechend viel angenehmer, als wenn jetzt pure Sonne und pure Hitze ist. Gehen wir mal weiter, Leute. Ich muss auch sagen, mir gefallen sehr, sehr, sehr die Farben von dem Gebäude, von dem Komplex. So alles in so einem matt-schwarz-roten Stil, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr angenehm. Man hat hier überall schöne grüne Flächen. Hier gerade ist eine Baustelle, wird ein bisschen dran gearbeitet, wird immer irgendwas renoviert, immer irgendwas verbessert. Wenn wir jetzt hier reingehen, Leute, kommt ein ganz, 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 ganz besonderes Special, was ich auch des Öfteren, beziehungsweise zwei, dreimal die Woche auf jeden Fall benutze. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingsroom, und zwar die Toilette. Spaß beiseite, natürlich jetzt nicht die Toilette, aber dieser Raum hier. Und dieser Raum ist wirklich für jeden Sportler, für jeden Kampfsportler, für jeden Athleten das A und O. Und zwar ist es der Steam Room. Und wir probieren das Ganze jetzt direkt mal erstmal aus. Ja, nach dem Gym gehe ich immer in den Steam Room rein. Aber was ist denn überhaupt das Gym? Wie sieht das Ganze aus? Ich zeig's euch natürlich. Also hier haben wir das Gym, den Gymraum, und ich muss sagen, das ist auch ganz, ganz, ganz besonders gestalten. Für so ein Gym, das sich eigentlich nur in so einem Studentenwohnheim befindet, ist das schon wirklich geisteskrank. Kommt mit rein. Das ist das Gym hier. Man muss sagen, die Temperatur ist übelst angenehm. Man hat viele Geräte hier zum Trainieren, was auch immer man braucht. Aber zunächst zeige ich euch diesen Raum. Den kann man sich auch anmieten. Das ist der Yoga und Dancing Studio. Man kann hier reingehen, hat dann quasi so einen kompletten Raum für sich alleine. Und hier kann man dann, keine Ahnung, Pilates, Yoga, Dancing, Schattenboxen und andere Sachen machen. Ganz schlicht. Und jetzt zeige ich euch mal das komplette Gym. Kommt mit. Ja, so sieht dann quasi das ganze Gym aus. Man hat hier diese Dinger, keine Ahnung, wie die heißen. Dann hat man hier ein paar Laufbänder. Der Bratan ist schon fleißig am Arbeiten, finde ich. Hier hat man, wie gesagt, ein paar Laufbänder, und dann kommen hier auch direkt die Geräte. Ganz kurz eine wichtige Information. Man kann sich hier für diesen Raum quasi für Yoga, Fitness, Pilates oder was auch immer man machen will, kann man sich hier quasi eintragen, und dann kommt ein Personal Coach, der dir dann quasi dabei hilft und dir irgendwie ein kleines Training quasi gibt. Alles auch inklusive im Preis, im Mietpreis enthalten, was übel krass ist. Und dann hat man hier quasi das Gym. Man hat hier Kabel, ein Gerät für die Beine, ein weiteres Gerät für die Beine, Latzug, also Rückengerät, und dann quasi nochmal ein paar weitere Geräte, ein paar Laufbänder für die Cardio, und dann hat man hier natürlich auch die Kurzhanteln, die man dann quasi benutzen kann, stemmen kann. Und dann, spezielles Highlight für mich persönlich, hat man hier auf jeden Fall einen Boxingring, einen kleinen, einen ganz, ganz kleinen, also im Endeffekt kann man sich da eigentlich kaum drin bewegen, das ist bestimmt nur so 1x1 Quadratmeter groß, aber ist trotzdem ein cooles Feature, da muss ich mal reingehen auf jeden Fall. Bro, it's not stable. So eine Sache. Und dann ein weiteres super interessantes Highlight, Leute, ist auf jeden Fall
dieser Bereich hier, weil zum einen hat man hier direkt ein Medikit mit Sachen, die man vielleicht braucht für gewisse Verletzungen beim Training. Und dann haben wir hier dieses Gerät und dieses Gerät ist absolut geil, weil es ist eine Waage, die auch noch dein Körperfett, dein metabolisches Alter und sonstige Sachen, die sich im Körper befindet, für dich berechnet und anzeigt. Sehr, 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 sehr geiles Ding. Muss ich auf jeden Fall später noch mal ausprobieren. Ich zeige euch dann auf jeden Fall das Ticket, das ich gedruckt habe. Und hier haben wir dann auch die Health Station. Hier kann man, what is it for, bro? On your penis. Okay, Leute, hier kann man auf jeden Fall seinen Blutdruck messen. Dafür steckt man hier seine Hand so rein. And then you can, und dann könnt ihr den Blutdruck messen. Ja, keine Ahnung, hier kann man seine Sicht messen. Ich bin kein Doktor, dementsprechend weiß ich leider nicht, was das alles hier zu bedeuten hat. Aber ist bestimmt gesund. Und dann hat man hier noch einen weiteren Raum für Therapie. Hier ist dann quasi so ein kleiner Therapie- bzw. Massage-Room. Den kann man auch wieder anmieten. Man kann sich auch wieder eine Masseurin hier reinholen. Und die wird dich dann quasi hier schön durchkneten und durchnehmen, was übel krass ist. Ja, Mann, und dann hat man hier noch so einen kleinen Sandsack, den man quasi auch benutzen kann. So, entspannt ein bisschen boxen. Und das wäre es dann eigentlich auch schon vom Gym gewesen. Wer Bock hat, Handschuhe benutzen und dann quasi Boxen trainieren. Was ich jedem ans Herz legen kann und jedem empfehlen kann. Kauft die Handschuhe von Against All Odds AAO. Beste Marke. Okay, Leute, gehen wir weiter zum nächsten Feature. Passt auf. Und zwar nach links gucken wir noch nicht. Wir gehen erstmal in den nächsten Raum. Ein ganz besonderer Raum für alle Geeks und Freaks da draußen und alle E-Sports-Begabten, sage ich mal. Kommt mit. Gebt euch, Leute, hier ist einfach ein E-Sports-Room. Ein kostenloser E-Sports-Room, wo du hingehen kannst, wann immer du willst und machen kannst, was auch immer du willst. Crazy, Bro. So laut reden, aber man hat hier quasi ganz viele verschiedene Stand-PCs, Gaming-PCs, wo die Leute auch schon am Werkeln sind, am Arbeiten sind, am Zocken sind. Dann hat man hier eine kleine Chill-Area, wo man auch Zeit verbringen kann mit seinen Freunden. Not that comfortable, to be honest. Und dann, Leute, mein persönliches Highlight von dem gesamten Gebäudekomplex hier. Das ist wirklich unrealistisch und in meinem Kopf einfach nicht verständlich, wie sowas funktionieren kann. Kommt mit, ich zeig's euch. Die Lichter sind hier am Leuchten, sieht alles übel cool aus. Und dann kommt man hier in eine Area, die zu einem ganz besonderen Raum führt. Und zwar ist es einfach ein Kinoraum, ein Movie-Theater-Room, ein Cinema-Room, ein Kino, ein Heimkino oder wie auch immer du das nennen willst und magst. Das ist einfach nur ganz verrückt. Schauen wir rein. Herzlich willkommen im Heimkino. Das ist wirklich maximal verrückt, Leute. Come inside. Man kann sich genau so hier hin chillen. Und dann kann man sich hier ganz entspannt auf einer fetten, fetten Leinwand einfach mal Kinofilme reinziehen und angucken. Und das, liebe Freunde, ist wirklich maximal exklusiv, maximal geil und einfach maximal verrückt, dass sowas hier existiert. Also ich muss schon sagen, geisteskrank. Und ich wiederhole, Leute, ich betone, man zahlt hier nur 200 Euro im Monat für das alles hier. Das ist wirklich unvorstellbar. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz verrückt. Mein Kopf verarbeitet es nicht. Aber gehen wir weiter. Wir sind noch nicht durch. Es kommen noch ein paar andere Highlights, meine Freunde. Und Freunde, noch ein richtig geiles, besonderes Feature. Kleines Feature, ist eigentlich böse unnötig, aber trotzdem irgendwie cool. Man hat hier einfach eine Rutsche, Leute. Probieren wir das Ganze mal aus. Leute, ich bin fast draufgegangen, ich bin zu groß für diese Rutsche. Aber war trotzdem cool. Ja, also Leute, dann sind wir jetzt wieder hier in der Lobby, quasi gerade da vorne aus dem E-Sports-Room rausgekommen. Wenn man hier dann langläuft, hat man hier einmal einen Mitarbeiterraum, dann eine Maschine, um sein Wasser aufzufüllen, Leitungswasser. Dann kann man hier seine Wäsche machen für 40 Baht. Und dann ist hier wieder ein weiteres Klo, eine weitere Toilette. Und dann kann man quasi auch von dieser Seite aus wieder in den E-Sports-Room kommen. Also das ist quasi alles miteinander hier connected.
gehen wir weiter und ich zeige euch mal, wie das Zimmer aussieht in so einem Gebäudekomplex. Und Freunde, während ich hier gerade so im Aufzug am Chillen bin, ist mir aufgefallen, dass 80% der Zuschauer, die dieses Video gerade gucken, nicht abonniert haben. Leute, ich frage mich, was denkt ihr? Denkt ihr, im Leben kriegt man Sachen geschenkt oder was? So ist doch nicht so schwer, drückt einfach den Abonnieren-Knopf einmal und dann klappt's. Also, an die 20%, die mich abonniert haben, ihr seid die Besten. An die 80%, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich. Wir befinden uns im Raum 616. Kommt mit rein, ich zeige euch, wie das Ganze aussieht. Voila! Ein ganz schlichter, nicht großer Raum. Ich würde sagen, wir haben hier ungefähr so 20 bis 25 Quadratmeter. Ein großer Raum, unterteilt in zwei kleinere Räume durch so ein Spiegelglas hier. Man hat einen kleinen Balkon, man hat ein großes Doppelbett, man hat einen Schreibtisch, auf dem man lernen kann. Man hat hier einen Schrank mit den ganzen Sachen und Klamotten drin. Und dann quasi im zweiten oder ersten Teil vom Raum hat man hier entspannten Sofa. Man kann sich hier hinchillen. Dabei kann man parallel dazu ein bisschen Fernsehen. Hier hat man ein Kühlschrank, kann man was essen und hier so eine Mini-Küche, aber ohne Herdplatte. Die Herdplatte wurde extra neu dazu gekauft. Normalerweise ist hier nur ein Waschbecken, mehr hat man eigentlich nicht. All diese Sachen wurden einfach extra hinzugefügt. Das heißt, man hat theoretisch gar keine Küche hier und ja, eigentlich alles ganz simpel und schlicht, aber alles sehr hochwertig, neu, sauber und hygienisch meiner Meinung nach. Und dann haben wir hier noch so eine kleine Toilette, so ein kleines Bad. Ja, man passt rein. Ist angenehm. Man hat genug Platz zum Leben. Schön ist angenehm. Deswegen top, Leute. Top, top, top. Genau, und dann schauen wir uns noch den Balkon vorne an. Für eine Person. Unten haben wir noch ein Kondom liegen. Super. Und ja, das ist quasi der Balkon und der Ausblick. Und jetzt zeige ich euch noch das letzte Feature, das letzte Highlight von diesem gesamten Gebäudekomplex. Okay, Freunde, kommen wir zu dem letzten Part von unserer Reise hier durch das Gebäude. Wir befinden uns gerade auf dem 8. Stockwerk, auf der 8. Etage, quasi Rooftop von dem gesamten Gebäudekomplex hier. Und das dürft ihr noch nicht sehen. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Und zwar kommen wir hier rein. Zum einen haben wir hier die Toilette. Und wenn wir hier langlaufen, liebe Freunde, und hier die Treppe hochlaufen, dann seht ihr hier schon das Licht. Und diese Treppe, dieses Licht, führt uns zu einer ganz besonderen Sache. Und zwar haben wir hier ein Rooftop Infinity Pool, liebe Leute. Ein Rooftop fucking Infinity Pool, Digga. Ganz oben von dem Gebäude auf dem 8. Stock, auch in der Miete enthalten. Und das ist einfach nur geisteskrank. Schaut euch das an. Auf diesen Liegen kann man komplett entspannt seine Eier schaukeln lassen, komplett abchillen und hat dann quasi eine Sicht auf die Skyline von Pathum Thani, von Bangkok, von meiner Region hier. Man kann da im Pool chillen, auch seine Eier schaukeln komplett. Und wenn man hier dann langläuft, liebe Leute, dann kann man tatsächlich, wie ihr es wahrscheinlich auch schon erwarten könnt, auch hier seine kompletten Eier chillen. Und man hat dann quasi die Aussicht und den Ausblick auf das ganze Cave TU und auf den, quasi auf den Pool. Einfach ein Träumchen, einfach wirklich ein Traum. Und wir werden mit Robin jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen unsere Eier chillen, Eier schaukeln, uns hier ein bisschen auf dem Rooftop entspannen, gehen danach ins Gym, gehen danach in den Steam Room. Ja, genießen den Tag, trainieren schön, genießen das schöne Wetter, obwohl es gerade maximal heiß ist in der Hitze und in der Sonne. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, dass euch dieses Gebäude und dieser Komplex hier gefallen hat. Ja, ich danke auf jeden Fall jedem fürs Zusehen. Schöne Grüße nach Deutschland. Ich habe euch alle lieb. Ihr seid alle Killer. Und wir sehen uns bald wieder. Voilà.